Zum 200. Geburtstag des Gründers der Raiffeisenbanken, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, lud auch der Raiffeisenverband Steiermark zu einem Festakt in Graz-Raber. Derzeit zählt die Genossenschaft 600.000 Mitglieder. 56 selbstständige Raiffeisenbanken mit 246 Filialen und zahlreichen Genossenschaften schaffen 5.800 Arbeitsplätze. In abgelegeneren Gegenden in der Obersteiermark tourt man derzeit mit einer mobilen Raiffeisenbank zu den Kunden. Thema beim Festakt auch die aktuelle Bilanz der Raiffeisen Landesbank. Die Bilanzsumme im ersten Halbjahr kletterte um fast 5% auf 15,4 Milliarden Euro. Die Steirer sparen derzeit auch mehr bei den Raiffeisenbanken. Die Einlagen sind heuer um 4% gestiegen.